Herzlich willkommen zum vierten Teil unserer Interviews zu den Abgeordnetenhauswahlen 2016 in Berlin. Heute treffen wir einen Mann, der die Zustände in Berlin mit denen in New York der 80er Jahre vergleicht. Berlin braucht mehr Sicherheit, heißt es im Wahlprogramm der Alternative für Deutschland, in dem die Partei auch betont, die Zuwanderung einschränken zu wollen, um das im Programm verlautete Asylchaos zu stoppen. Doch was verspricht sich die AfD von diesen Maßnahmen? Wir sind heute im Landesverband der AfD und begrüßen den Spitzenkandidaten und Landesvorsitzenden. Guten Tag, Herr Pazderski. Guten Tag. Herr Pazderski, Sie gelten als Außen- und Sicherheitsexperte in der AfD. Wenn man Sie recherchiert, findet man Videos, da reden Sie über den Brexit und da reden Sie beispielsweise auch auf einer Sicherheitskonferenz in München. Jetzt wollen Sie in das Berliner Abgeordnetenhaus ziehen. Was verbindet Sie programmatisch mit der Berliner Landespolitik? Also programmatisch verbinde mich mit der Berliner Landespolitik, dass ich natürlich hier wohne und dass ich natürlich ein großes Interesse daran habe, dass Berlin zukunftsfähig gemacht wird und dass Berlin den Weg findet, den es finden sollte. Nächstes Jahr sind ja auch Bundestagswahlen. Können Ihre Wähler sicher, also Sie sind jetzt Spitzenkandidat für das Berliner Abgeordnetenhaus, Ihre Partei, können Ihre Wähler auch sicher sein, dass Sie länger als ein Jahr im Berliner Abgeordnetenhaus bleiben und nicht in die Bundespolitik wechseln? Also ich werde meine Kraft hier im Abgeordnetenhaus natürlich voll und ganz einsetzen. Ich habe gesagt, ich werde dort meine Arbeit verrichten, wo mich die Mitglieder der AfD haben wollen. Wenn die Mitglieder mir sagen, ich soll in Berlin bleiben, werde ich in Berlin bleiben. Wenn sie mich aber im Bundestag sehen und im Bundestag haben wollen, werde ich natürlich dem Ruf der Mitglieder folgen. Das ist eigentlich ganz klar für mich, denn ich denke, dass man als Politiker einer Partei das zu tun hat, was von den Mitgliedern erwartet wird. Nun wählen Sie auch andere Leute, nicht nur AfD-Mitglieder, und die wollen Sie vielleicht als starker in der Opposition, in der Berliner Opposition sehen. Ja, ich werde das abhängig machen von der Tatsache, wie man das in der Partei sieht. Wir werden ja dann sehen, vielleicht wollen die Berliner mich ja auch behalten, wenn ich so gut sein sollte. Und dann werde ich natürlich auch in Berlin bleiben, das ist ganz klar. Die AfD liegt in Berlin laut Umfragen aktuell zwischen 8 und 13% und wäre demnach sicher im Parlament. Da jedoch niemand mit ihnen koalieren möchte, fehlen die Regierungsoptionen. Stört es Sie, Ihre politischen Inhalte nicht umsetzen zu können? Nein, wir werden unsere politischen Vorstellungen versuchen umzusetzen. Man kann auch aus einer Opposition heraus, kann man durchaus auch konstruktive Politik machen. Und ich habe immer betont, dass wir mit all denjenigen zusammenarbeiten werden, die Berlin nach vorne bringen wollen, die am Wohl der Berliner Bürger interessiert sind, die Berlin zukunftsfähig machen wollen. Und da werden wir auch offen auf die Parteien zugehen. Und wir werden auf gar keinen Fall eine Fundamentalopposition sein, sondern wir wollen konstruktiv mitarbeiten. Wir wollen Berlin besser machen und zukunftsfähig machen. Das ist mein Credo und ich denke, das ist auch das Credo unserer ganzen Kandidaten für das Abgeordnetenhaus. Sehen Sie inhaltliche Schnittmengen mit anderen Parteien? Wenn ja, wo? Es gibt durchaus Schnittmengen mit anderen Parteien. Wenn wir beispielsweise die Wohnungsbaupolitik anschauen, da gibt es durchaus gute Ideen bei der SPD. Mittlerweile hat Herr Henkel ja auch einige Vorstellungen zur inneren Sicherheit entwickelt. Er hat es 5 Jahre nicht geschafft, die innere Sicherheit zu verbessern, aber plötzlich vom Wahlkampf stellt er also fest, dass man etwas bei der inneren Sicherheit tun muss. Wenn er nach der Wahl, wo es er ja dann nicht mehr umsetzen kann leider, weiterhin, ich sag mal, das Thema innere Sicherheit priorisiert, dann wird er mit uns sicherlich einen guten Partner haben, weil wir dieses Thema als akut in Berlin sehen. Und zwar die Verbesserung der inneren Sicherheit in Berlin. Nun zu den Inhalten. Der Streit um die Zukunft der autonomen WG in der Rigaer Straße ist im Berliner Kommunalwahlkampf zu einem Grundsatzdiskussion geworden. In Ihrem Wahlprogramm fordern Sie keinen Rabatt für linksextreme Straftäter. Was genau verstehen Sie unter einer Nulltoleranzpolitik? Ich verstehe unter einer Nulltoleranzpolitik, dass Recht und Gesetz eingehalten werden müssen. Und da gibt es auch kein Jota, wo man dran vorbeigehen kann. Und es geht nicht nur um Linksextremisten, es geht uns genauso gut um Rechtsextremisten. Alles, was extremistisch ist, hat in Berlin nichts zu suchen und muss bekämpft werden. Ob das nun Linksextremisten sind, Rechtsextremisten oder Salafisten, wir müssen etwas dagegen tun. Und hier muss der Staat sein Gewaltmonopol wieder zurückholen, das er teilweise in der Rigaer Straße aufgegeben hat. Und das halte ich für eine bedenkliche Entwicklung hier in Berlin. Auch wenn Sie andere Bereiche angucken, beispielsweise Cottbuser Tor, Görlitzer Park und so weiter und so fort, ist der Staat oder ist Berlin gerade dabei, einen Teil seines Gewaltmonopols aufzugeben. Aus welchen Gründen auch immer. Und das darf einer Stadt nicht passieren. Denn Sicherheit einer Stadt fängt zuerst mit der Sicherheit der Bürger an.
Die Berliner Parteien kommen ja momentan zu keinem gemeinsamen Konsens im Fall Riga-Straße. Was würden Sie anders machen? Wie hätten Sie die Sache anders gelöst? Ich denke, man muss hier rigoros durchgreifen. Man muss sicherlich Räumungsbefehle, muss man natürlich richterlich beantragen und dann muss man tatsächlich diese Leute auch vor die Tür setzen. Es kann doch nicht sein, dass irgendwelche Leute Häuser besetzen und dann auch noch einen Bonus kriegen durch den Senat oder möglicherweise sogar Koalitionsparteien in der Regierung. Das darf nicht sein. Überlegen Sie doch mal, das wird auch einem anderen Bürger auch nicht gestattet. Und ich denke, hier gilt es, alle müssen gleich behandelt werden, auch diese Damen und Herren dort müssen gleich behandelt werden und hier müssen wir rigoros dagegen vorgehen. Das darf sich ein Staat, das darf sich ein Land nicht bieten lassen. Wir bleiben bei dem Thema Sicherheit und Ordnung. Das ist ja auch, haben Sie ja schon gesagt, ein Thema, auf dem Sie große Schwerpunkt legen. Mhm. Die AfD verbindet in ihrem Wahlprogramm das Thema Kriminalität und Migration. Man wirbt mit Slogans, die beispielsweise Homophobie und sexuelle Übergriffe mit Muslimen in Verbindung bringen. Pauschalisieren Sie dann mit nicht eine große Bevölkerungsgruppe in Berlin? Nein, wir sprechen einen Missstand an, der meines Erachtens unter ein Tabu gelegt worden ist. Natürlich kommen mit der Einwanderung von Personen aus einem Kulturraum, wo Homosexualität im Prinzip eine Straftat ist, bis dahin, dass Homosexualität sogar durch die Todesstrafe belegt ist. Diese Leute kommen hier nach Deutschland und die können nicht von heute auf morgen ihre Einstellung ändern. Und das bedeutet, dass wir uns hier auch Personen mit ins Land holen, die automatisch Probleme mitbringen. Und von daher müssen wir sehr, sehr deutlich machen, es ist ein Problem. Wir dürfen nicht darüber hinwegschauen und wir müssen auch hier sofort den Anfängen wehren. Und wir hatten schon Übergriffe auf Homosexuelle, auch durch Flüchtlinge oder Migranten. Und das darf unseres Erachtens und meines Erachtens nicht passieren. Wir sind ein aufgeklärter Staat, wir sind eine Demokratie, wir sind ein toleranter Staat. Und Toleranz muss man auch gegenüber denjenigen beweisen und pflegen, wenn man mit ihnen nicht einverstanden ist. Aber der Großteil der Menschen, die nach Deutschland kommen, wird nicht straffällig oder fällt nicht in das von Ihnen genannte Muster. Wäre es da nicht sinnvoller, als Partei zu sagen, wir setzen bei den Leuten an, die straffällig werden, versuchen da die Strafen zu verschärfen, abzuschrecken in irgendeiner Weise, aber auch diese Leute im Allgemeinen aufzuklären? Ja, nichts anderes wollen wir ja, natürlich. Und mit diesem Plakat, das wir da gemacht haben, haben wir genau das versucht, dass wir auf ein Problem aufmerksam gemacht haben, was andere verschweigen, was auch die Politik verschweigt. Dass es nämlich dieses Problem gibt, und zwar, dass dieses Problem massiv importiert wird durch Leute, die im Prinzip von ihrer gesellschaftlichen Struktur her teilweise aus dem Mittelalter kommen. Und wir importieren im Moment einen Islam, der sehr fundamentalistisch ist. Der teilweise sehr stark durch den Wahhabismus beeinflusst ist. Und das muss man einfach problematisieren. Und darauf müssen wir achten. Denn wir wollen so leben, wie wir uns das vorstellen und nicht, wie das andere Gruppen sich vorstellen. Und wenn ich beispielsweise am Wochenende erlebt habe, dass man in Köln eine große türkische Demonstration für Erdogan hatte und Leute, die hier in Deutschland leben, die eigentlich, wie sagen wir, nach dem Grundgesetz leben sollten, die Todesstrafe fordern, in der Türkei, dann frage ich mich, welche Probleme haben diese Leute und welche Probleme können diese Leute uns machen? Denn das halte ich für verwerflich, so etwas. Todesstrafe hat in Europa nichts zu tun. Über das sind wir schon hinweggekommen. Und Sie wissen auch, dass man beispielsweise kein EU-Mitglied werden kann, wenn man noch die Todesstrafe hat. Also die USA können beispielsweise auch nicht Mitglied der Europäischen Union werden, wobei das ja sowieso nur abstrakt ist. Weil eben das eine der Grundvoraussetzungen ist, dass es ein kultureller Konsens in Europa. Und deshalb verstehe ich nicht, dass so etwas passieren kann und wir solche Demonstrationen beispielsweise, weil wir tolerant sind, zulassen und genehmigen. Meines Erachtens hätte man das nicht tun dürfen. Also ich weiß jetzt erstmal gar nicht, wo ich ansetzen soll. Drei Dinge. Zunächst einmal zu dem Thema Kriminalität und Muslime, die ins Land kommen. Sie sagen, man muss auf Probleme hinweisen und Ihre Partei macht das. Aber ist es nicht so, dass das auf Kosten derjenigen geschieht, die nicht straffällig werden? Weil das ist der Großteil der Menschen, die nicht straffällig werden und die werden dann automatisch
in Form von Ängsten der Bevölkerung mit diesen Menschen, die straffällig werden, in einen Topf gestellt? Nein, das tun wir nicht. Sondern wir sagen, wir wollen eine Nulltoleranzpolitik haben. Das gilt für alle Straftäter in Deutschland. Das gilt für alle Straftäter in Berlin. Ob das nun Flüchtlinge, Asylbewerber, Deutsche oder andere Gruppen sind, die hier sind, das müssen wir verfolgen. Es gibt georgische Diebesbanden, genauso die muss man verfolgen. Es gibt hier beispielsweise aggressive Bettelbanden aus Rumänien. Das merken Sie, wenn Sie beispielsweise S-Bahn fahren regelmäßig. Oder wenn Sie beispielsweise, ich sag mal, die Denkmäler in der Nähe des Reichstags besuchen, da stellen Sie fest, dass Kinder auf Sie zukommen und versuchen, Ihnen ja quasi das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, Sie haben ja vorhin gesagt, ich vergleiche Berlin mit dem New York der 80er Jahre. Und ich kann Ihnen sagen, ja, ich vergleiche Teile Berlins mit dem New York der 80er Jahre. Es gibt Bereiche in Berlin, wo ich ganz stark das Gefühl habe, dass ich auf dem Times Square der 80er Jahre bin oder im Central Park der 80er Jahre. Dort waren Sie... konnten Sie nicht mehr über den Times Square gehen, ohne dass Sie von irgendwelchen Drogendealern angesprochen worden sind oder dass dort, Kriminelle rumgelungert haben. Durch den Central Park konnten Sie nachts nicht mehr gehen, ohne Ihres Lebens nicht mehr sicher zu sein. Und es gibt hier in Berlin gibt's einige Bereiche, wo es ganz stark in diese Richtung geht. Und das sind beispielsweise die ganzen Bereiche, wo Drogen verkauft werden. Das ist aber auch das RAW-Gelände abends beispielsweise. Wir haben in Berlin No-Go-Areas zu bestimmten Zeiten. Und das darf einer Stadt nicht passieren. Auch wenn Herr Henkel und Herr Müller etwas anderes sagen. Ich sage, das stimmt nicht. Es wird hier viel Schönmalerei betrieben, aber der Berliner Bürger, der weiß ganz genau, dass er nicht mehr so sicher ist, wie er vor 5 Jahren war. Und wir haben Umfragen gemacht und das genau sagt der Berliner Bürger. Er fühlt sich unsicherer als vor 5 Jahren. Diesbezüglich habe ich noch 2 Rückfragen. Sie sagen schon richtig, wir weisen auf diese Probleme hin. Aber wäre es nicht dann sinnvoller, wenn die Partei programmatisch ihre Kritik bzw. ihren Fokus tatsächlich auf die Straftäter legt? So sagt, wir machen was gegen Drogendealer, wir machen was gegen Kriminalität am Kotti und so weiter. Ihre Partei auf den Plakaten, die jetzt auch erschienen sind, bringt das immer tatsächlich mit der Herkunft, mit der Religion zusammen. Nein, wir erzählen auf diesen Plakaten, das habe ich auch schon mal früher deutlich gemacht, erzählen wir gleiche Geschichten. Vieles spielt sich ja dann im Kopf der Wähler oder des Betrachters ab. Das wollen wir ja auch. Wir wollen Dinge thematisieren, die im Prinzip die Berliner Bürger auch wirklich beschäftigen. Und das tun wir damit. Und wir haben nun mal ein Problem in bestimmten Bereichen. Und da müssen wir ganz deutlich sagen, wo wir eben viele ausländische Straftäter haben. Ob das nun im Bereich der Drogenkriminalität ist oder ob das im Bereich der organisierten Kriminalität ist. Wir haben 18 bis 20 arabische Großfamilien hier in Berlin, von denen viele kriminell sind. Es ist so, dass das ein riesengroßes Problem in Berlin ist. Es ist in Neukölln ist das. Und wenn Sie sich überlegen, es gibt Statistiken, die eigentlich bezeichnend sind. 80% der deutschen Schüler in Neukölln sind Opfer einer Straftat geworden. Ja? 80%. Diese Statistiken können Sie überall nachlesen. Und das sind Dinge, wo ich sagen muss, hier liegt etwas im Argen. Hier müssen wir etwas tun. Und warum das so ist, auch das, hier gilt es Ursachenforschung zu machen. Und diese Ursachenforschung, die ist meines Erachtens noch nicht in dem Maße durchgeführt worden, wie sie durchgeführt werden sollte. Also ich glaube, dass man vieles hier tun muss und auch tun kann. Und ein Teil unserer Politik spielt da natürlich auch mit rein. Und das ist auch der Grund, weshalb wir sagen, im Prinzip vom Gesetz sind alle gleich. Ja, egal welche Hautfarbe Sie haben, egal welche Nationalität Sie haben, egal wo Sie herkommen, sind alle gleich und müssen alle gleich behandelt werden. Es darf auch keinen kulturellen Rabatt geben. Sie sprachen gerade schon von Ursachenforschung und gehen ja suggestiv auch gerade davon aus, dass viele Straftaten eben von Ausländern ausgehen. Warum denken Sie, ist das so? Ich denke nicht, ich will nicht sagen viele Straftaten, sondern ich bin der Überzeugung, dass überproportional viele Straftaten von Ausländern ausgehen. Das hängt sicherlich damit zusammen, da gibt es viele Gründe. Da gibt es soziale Gründe beispielsweise, weil diese Menschen nicht arbeiten dürfen. Da gibt es möglicherweise auch die Gründe, dass die hier illegal eingereist sind, gar nicht registriert sind und natürlich dann auch keine Arbeit kriegen können und sich dann natürlich auch in bestimmten Bereichen verdingen. Wir wissen beispielsweise, dass die organisierte Kriminalität bewusst junge ausländische Männer anwirbt. Das können Sie überall in der Zeitung nachlesen, da gibt es auch Statistiken drüber. Und das sind alles solche Dinge, wo man sagen muss, das ist ein Grund unter anderem. Und von daher denke ich,
ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eine Ursachenforschung durchführen und dann gezielt dagegen vorgehen. Nur was wir nicht machen dürfen, was bisher getan worden ist, dass wir versuchen, das alles unter der Decke zu halten, das alles mit einem Tabu zu belegen. Und das beste Beispiel, was wir haben, ist doch die Vorfälle an Silvester in Köln. Also verstehe ich Sie richtig, dass Sie auch nicht glauben oder aussagen würden, dass Kriminalität nicht nur kulturell geprägt ist, sondern eben auch mit prekären Lebensverhältnissen? Natürlich, eindeutig. Ja, es ist eindeutig, natürlich mit prekären Lebensverhältnissen geprägt. Es ist durch andere Dinge geprägt. Da gibt es ja nun, ich denke, in der Forschung gibt es viele, viele Beispiele. Selbstverständlich ist das so. Und wenn wir überproportional viele Ausländer haben, dann muss man sich auch fragen, warum. Und ich habe ja schon einige Gründe genannt, warum das sein kann. Aber auch da muss man ganz deutlich sagen, dagegen muss man auch vorgehen. Man muss diese Leute, die hier ihr Gastrecht missbrauchen, die muss man ganz klar in ihre Schranken weisen. Ja, und da muss man ihnen auch eben, wie schon gesagt, muss man ihnen deutlich machen, wenn du dein Gastrecht verwirkst, hast du auch wieder zu gehen. Punkt aus. Und das findet ja im Moment auch nicht statt. Zum Beispiel Berlin hat 9000 abgelehnte Asylbewerber, die nicht abgeschoben werden. 1000 hat man in diesem Jahr bisher abgeschoben. 8000 sind noch hier. Ja, kosten uns weiterhin Geld, werden nicht abgeschoben, aus irgendwelchen Gründen. Und da muss ich sagen, auch hier ist der Staat nicht konsequent genug, hier ist das Land nicht konsequent genug. Hier muss man, wer abgelehnt ist und kein Bleiberecht hat, muss gehen. Punkt aus, so sehe ich das. Aber wie Sie gerade schon gesagt haben, hat Kriminalität auch was mit prekären Lebensverhältnissen zu tun. Wäre es dann nicht politisch sinnvoll zu sagen, wir versuchen diesen Menschen Perspektiven zu geben? Wie wollen Sie diesen Menschen Perspektiven geben? Wir wissen beispielsweise, dass 70-80% keine Berufsausbildung haben. Wir wissen beispielsweise, dass viele von ihnen Analphabeten sind. So, wie wollen Sie diese Menschen innerhalb kürzester Zeit integrieren? Es gibt ein Programm, wo man sagt, in den nächsten, wir wollen 3 Jahre, wollen wir in die Leute investieren und dann haben wir die wahrscheinlich auch integriert. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben ein riesengroßes Problem, haben wir auch mit den türkischen Migranten, die bis heute noch nicht integriert sind. Und wer in Köln am Wochenende demonstriert hat, das waren Migranten in der dritten Generation, die Deutsche sind und einen türkischen Pass haben und für Erdogan auf die Straße gehen, für einen Despoten, das ist meines Erachtens ein Despoten, der in seinem Land die Demokratie teilweise mit Füßen tritt, auch die Pressefreiheit mit Füßen tritt. Und für diesen Menschen gehen die auf die Straße und skandieren auch noch für die Todesstrafe. Und da kann ich nur sagen, hier ist die Integration massiv misslungen. Und jetzt nehmen wir uns diese riesengroße Aufgabe vor, innerhalb von wenigen Jahren Hunderttausende, Millionen von Leuten in Deutschland integrieren zu wollen. Also ich sage Ihnen, es wird schief gehen. Es wird wirklich massiv schief gehen. Na gut, ja, man könnte jetzt sagen, wenn man diese Leute besser integriert und wenn man sie richtig auf den Arbeitsmarkt lässt, dann werden nicht so viele Kosten entstehen. Und das ist ja gerade auch, der Punkt, wo andere Parteien gerade Konzepte entwickeln. Wie können wir diese Menschen so gut integrieren, dass sie Bestandteil unserer Gesellschaft werden? Dass man nicht mal sagt, okay, die kommen zu uns und sind separat, gehören nicht dazu. Das habe ich Ihnen gerade versucht klarzumachen, dass das so nicht funktionieren wird, wie wir uns das vorstellen. Ich habe gesagt, dass 70-80% keine Berufsausbildung haben. Ich habe gesagt, dass viele Analphabeten darunter sind. Ich habe auch gesagt, dass man in 2 bis 3 Jahren niemanden integrieren kann. Wir haben es bei den Türken, haben wir es in 30 Jahren nicht geschafft, die Türken zu integrieren. Und jetzt wollen wir es in 2 oder 3 Jahren schaffen, mit Leuten, die aus einem vollkommen anderen Kulturraum kommen. Die Türken haben zumindest noch wie die Türkei früher aufgestellt war, zumindest noch eine Beziehung zu Europa gehabt. Diese Leute haben keine Beziehung zu Europa. Die können noch nicht mal die deutsche Sprache richtig, die können die deutsche Schrift nicht. Man geht davon aus, dass ein Kind, bevor es, ich sag mal, eine rudimentäre Unterhaltung führen kann in Deutsch, mindestens 1 Jahr braucht. Dann hat es einen sehr, sehr niedrigen Level in der Sprachausbildung erreicht. Und jetzt sagen wir, wir wollen die demnächst integrieren. Und ich kann Ihnen ein anderes Beispiel nennen. Schauen Sie sich an, wie viele Flüchtlinge bzw. Neubürger bei den DAX-Konzernen arbeiten? 54. Von den 1,5 Millionen haben es 54 geschafft, in einem DAX-Konzern zu arbeiten. Und davon arbeiten 50 bei der Post, weil das ein halbstaatliches Unternehmen ist. So. Und da sage ich Ihnen, das ist genau das Szenario, vor dem ich Angst habe.
Es wird nicht so funktionieren. Wir können uns noch so sehr anstrengen, wie wir wollen. Auf der einen Seite müssen wir natürlich Vorsorge treffen, wir müssen etwas tun. Auf der anderen Seite ist Integration aber auch eine Bringschuld. Und diese Bringschuld sehe ich bei diesen Leuten nicht, dass sie sich tatsächlich integrieren wollen. Und ich nehme nochmal das Beispiel, was wir am Sonntag hatten, die Demonstration in Köln. Ich sehe da Probleme bei der Integration, weil diese Leute offensichtlich gar nicht Bürger der Bundesrepublik Deutschland werden wollen, sondern weil sie nach wie vor noch ihre Wurzeln in der Türkei haben und auch für die Türkei noch ein bestimmtes Empfinden da ist. Das gibt es in keiner anderen Bevölkerungsgruppe. Schauen Sie sich beispielsweise die Asiaten an oder schauen Sie sich die Polen an, schauen Sie sich andere Nationalitäten an, die sich integrieren. Ja, und zwar so integrieren, dass sie im Prinzip Arbeit finden, dass sie hier versuchen, nicht aufzufallen, dass sie in die Bevölkerung gehören. Es gibt eine große Gruppe, die das nicht schafft. Das sind die Türken. Also halten Sie Berliner Türken für nicht integriert? Nein, ich halte grundsätzlich die Integrationspolitik der Bundesregierung der Vergangenheit für gescheitert. Und das zeigt sich da. Man hat es nicht geschafft, die Türken so in Deutschland zu integrieren, wie wir es eigentlich hätten schaffen sollen. Und das ist eigentlich ein riesengroßes Defizit. Und das macht mich eben so pessimistisch für die Zukunft. Wir werden das auch mit unseren Neubürgern, mit den Flüchtlingen und mit den Wirtschaftsmigranten, die ja sowieso irgendwann zurückgehen müssen, werden wir es nicht schaffen. Und ich habe noch einen ganz anderen Punkt, den ich deutlich machen will. Wir versuchen bei den Flüchtlingen, sagen wir ja, wir müssen die integrieren und die sollen dann bei uns Arbeit finden. Und ja, ich sage mir, wer soll die Länder aufbauen, wo die herkommen, wenn die fertig sind? Glauben Sie, dass die wieder zurückgehen, wenn sie hier Arbeit gefunden haben, wo das Einkommensniveau viel, viel höher ist, der Lebensstandard viel, viel höher ist, ja, wo die Sicherheit viel, viel höher ist, wo die Demokratie herrscht? Warum sollten die zurück nach Syrien gehen? Warum sollten die zurück in andere Länder gehen? Sehen Sie, und dann machen wir etwas, was meines Erachtens eigentlich sehr arrogant ist. Wir schöpfen die Leute aus einem Land ab, sagen, wir brauchen die, weil wir ein Geburtendefizit haben. Was mit den Ländern dort passiert, ist uns vollkommen egal. Also hier nochmal ganz kurz eingehakt, die Menschen kommen ja hauptsächlich zu uns, weil sie vom Bürgerkrieg fliehen momentan. Das heißt, wir schöpfen irgendwo was ab. Ja, aber Sie wollen die doch integrieren, haben Sie gesagt. Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube... Sie wollen Flüchtlinge integrieren? Ich möchte jetzt nicht meine Meinung hier reinbringen, ich frage Sie. Wenn Sie sich jetzt mal in die Lage eines dieser Migranten versetzen, Sie haben gerade gefragt, warum sollten die zurückgehen oder werden die auch zurückgehen? Wenn man die ganze Zeit mit diesen Ängsten konfrontiert ist, mit denen Sie als Partei ziemlich stark arbeiten auf Ihren Plakaten, Sie sagen, okay, wir weisen auf Sachen hin, aber im Endeffekt arbeiten Sie mit diesen Ängsten. Dass Leute immer mehr denken, oh Gott, da sind tatsächlich Menschen mit Migrationshintergrund, da habe ich letztens was gelesen, da habe ich ein Wahlplakat von der AfD gesehen. Dann fühlen sich diese Menschen auch nicht integriert und fühlen sich gar nicht als Bestandteil dieser Gesellschaft. Verspüren Sie da nicht so eine gewisse Verantwortung, diese Menschen, gerade gegenüber den Menschen, die nicht straffällig geworden sind, die nicht zu pauschalisieren? Sie haben gerade auch damit angefangen, mit Polen und so, mit Asiaten und so. Ich pauschalisiere überhaupt nichts und wir schüren keine Ängste, sondern wir sprechen das an, was den Bürger umtreibt. Und genau das treibt den Bürger um. Gehen Sie mal in die Bevölkerung und fragen Sie mal, wie wohl sich die deutschen Bürger mit dieser Massenimmigration fühlen. Das kann ich Ihnen sagen, dass viele, viele Bürger auch diese Ängste hegen, die wir hegen. Es geht um die Berliner Verfolgung. Ja, ich sage auch die Berliner, sie haben natürlich, in Berlin haben sie ein bisschen ein anderes Pflaster, das ist richtig, aber auf der anderen Seite ist die überwiegende Zahl der Berliner meines Erachtens auch nicht sehr begeistert von dem, was jetzt gerade passiert. Das muss man einfach mal sehen. Es ist so. Und der nächste Punkt ist, wir pauschalisieren nicht, sondern wir sprechen Probleme an und wir versuchen diese Probleme deshalb zu thematisieren, damit man sie auch löst. Und so mit dieser Blauäugigkeit, wie bisher die Bundesregierung, aber auch dieser Senat an das Problem rangegangen ist, werden wir das Problem nicht lösen, weil wir einfach die Daten und Fakten ansprechen müssen, sauber analysieren müssen und dann müssen wir das Problem einer Lösung zuführen. Die einzigen, die noch hier etwas von den demokratischen Parteien noch ein bisschen realistisch sind, sind die Bayern, und zwar die CSU. Die durchaus, weil die selbst unmittelbar betroffen sind und weil sie offensichtlich die ganze Situation realistischer einschätzen. Aber leider ist es so, dass die CSU immer als Löwe abspringt und als Bettvorleger landet. Es sind alle die Parteien, die nicht der Meinung der AfD sind, nicht realistisch? Ja, denke ich.
Ich denke, dass viele sich hier etwas vormachen, was nicht funktionieren kann. Und ich denke, sie müssen einfach nur in das europäische Ausland schauen. Nennen Sie mir ein wirklich ernstzunehmendes Land im europäischen Ausland, das eine derartige Politik betreibt wie Deutschland. Was sind für Sie ernstzunehmende Länder? Ernstzunehmende Länder sind Länder von etwa der Stärke und der Größe Deutschlands. Das sind nun Polen, das ist Frankreich, das ist Großbritannien, Spanien, das sind andere Länder. Selbst die skandinavischen Länder haben den Zuzug drastisch eingeschränkt und kontrollieren alles, was über die Grenze geht. Das stimmt nicht. Natürlich, Skandinavien, Wohlfahrtsstaatssystem in Dänemark. Nein, also Deutschland ist mittlerweile ein größerer Wohlfahrtsstaat als Skandinavien. Glauben Sie mir das, mehr als Schweden doch. Es ist einfach so. Wir haben mittlerweile deutlich ausgeprägtere soziale Strukturen als beispielsweise die Schweden. Das muss man einfach sehen. Auf der anderen Seite wollen wir jetzt aber nicht über Schweden reden, sondern wir reden einfach mal über Polen, Tschechien, Ungarn, Frankreich, Großbritannien. Und all diese Länder haben gesagt, nein, wir machen die Politik von Frau Merkel nicht mit. Letztes Jahr verkündete Ihre Partei, dass Multikulti in Deutschland gescheitert ist, auf Bundesebene auch. Nun leben in Berlin insgesamt mittlerweile über 500.000 Ausländer. Unterschiedliche Kulturen leben miteinander und viele Berliner haben längst Bestandteile anderer Kulturen in die eigene integriert. Man kann also gar nicht mehr so zwischen Kulturen separieren. Passt eine Partei, die diesen Charakter Berlins inhaltlich, und ich betone inhaltlich, ausblendet, überhaupt in die Hauptstadt? Wir blenden nicht den Charakter Berlins aus. Das ist Unsinn, was Sie jetzt gerade erzählen. Denn ich denke, was wir tun, wir vertreten die Meinung vieler Berliner und mittlerweile waren wir ja auch schon auf 15%. Das sind eine ganze Menge Berliner, wenn Sie sich mal anschauen und die etwa die gleichen Vorstellungen haben wie wir. Dass eine Hauptstadt natürlich immer anders zusammengesetzt ist als das flache Land oder ich sag mal der Durchschnitt der Republik, das ist ganz klar. Und dass natürlich Großstädte meistens durchaus viel, viel mehr Kulturen beherbergen als andere Städte, ist auch klar. Gucken Sie nach London, gucken Sie nach Paris, klar. Gucken Sie in andere Städte rein. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass wir hier in Berlin durchaus, eine Politik verfolgen müssen, die für uns tragbar ist. Das heißt, die unsere demokratischen Werte hochhält. Die auch unsere Kultur hochhält. Natürlich bereichern sich Kulturen immer gegenseitig. Und Kulturen nehmen auch das an von anderen Kulturen, was besser ist oder was attraktiver ist. Und das passiert hier in Berlin genauso, wie das in ganz Deutschland passiert oder wie das in den USA passiert. Aber die Frage ist, warum denken Sie dann, die deutsche Kultur schützen zu müssen in irgendeiner Weise? Sie sagen, Sie sind für eine Leitkultur. Das ja, genau, aber Sie sind auch für einen mündigen Bürger. Warum kann der Bürger nicht selber seine Kultur wählen, seine Kultur gestalten? Warum muss die Kultur geschützt werden? Wir schützen nicht die Kultur, sondern wir sagen, es gibt eine Leitkultur in Deutschland, auf die wir auch stolz sein können. Diese Leitkultur ist die deutsche Kultur. Genau. Und zwar deshalb, weil die deutsche Kultur und weil diese Leitkultur viel geleistet hat in der Vergangenheit. Ja? Aber warum ist dieses Thema für die AfD so wichtig, Leitkultur in dem Fall? Weil wir das für wichtig erachten, dass wir unsere Identität behalten. Und was bedeutet das programmatisch? Das bedeutet, dass die Leute, die nach Deutschland kommen, sich an dieser Leitkultur orientieren müssen. Und zwar kann es nicht sein, dass man versucht, diese Leitkultur dahingehend zu ändern, dass wir eben eine schlechtere Kultur bekommen. Und wenn ich jetzt feststelle, dass der Islam hierher kommt und es beispielsweise hier in Deutschland Paralleljustiz gibt, Friedensrichter gibt. Nein, ich sage ja. Also zumindest in Berlin ist das absolut nicht bestätigt. Es gibt in Neukölln gibt es eine Paralleljustiz und es gibt Friedensrichter. Ja, vielleicht nicht, wo Sie wohnen, aber bei den arabischen Großfamilien gibt es das. Wir reden vom Islam, der in weiten Bereichen auch noch die Scharia verfolgt. Und das ist etwas, das möchte ich hier in Deutschland nicht haben. Und da bin ich doch sehr froh, dass wir eben diese christlich-jüdische Kultur haben, die auf der Aufklärung aufbaut. Das ist für mich ganz wichtig. Und ich erwarte von denen, die hierher kommen als Gäste oder als Neubürger, dass sie diese Kultur respektieren und auch annehmen. Aber sind Sie nicht der Meinung, dass das die meisten Muslime machen? Es gibt in Berlin 300.000 Muslime. Nein, wir haben das doch. Und ja. Sie haben gesagt, ein Großteil möchte. Nein, ich denke nicht, dass das die meisten. Ich weiß nicht, ob das die meisten machen. Ich weiß nur, dass es einen Teil nicht macht.
Ja, und dass ein Teil einfach in ihrem Bereich weiterlebt, so wie sie das für richtig halten. Und wenn ich beispielsweise sehe, dass Mädchen am Schwimmunterricht nicht teilnehmen dürfen, dass Mädchen sich ein Kopftuch tragen müssen, dass Frauen sich verschleiern, dann sage ich, dann hat das nichts mit meiner Bundesrepublik Deutschland zu tun. Dann hat das nichts mit meiner Kultur zu tun. Berlin gilt als Hauptstadt der Kinderarmut. Fast jedes dritte Kind lebt hier von Hartz IV. Wie planen Sie, die prekären Verhältnisse in Berlin zu verbessern? Ja, ich denke, Sie können eigentlich die Verhältnisse in Berlin nur darüber verändern, indem Sie in Berlin, ich sag mal, Strukturen schaffen, dass auch die Einkommen sich erhöhen und dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Und in diesem Bereich muss man, ich bin Betriebswirtschaftler, es gibt für die Ansiedlung von Unternehmen gibt es Standortfaktoren. Es gibt harte Standortfaktoren, das sind beispielsweise Arbeit, Boden, Kapital, Steuern und Abgaben, Infrastruktur. Und es gibt weiche Standortfaktoren. Das ist beispielsweise Einkaufsmöglichkeiten, Kulturangebot, Bildungsangebot, Freizeitangebot. Und das sind genau die Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und da muss der Berliner Senat drehen. Das heißt, man muss Berlin so attraktiv machen für Unternehmen, für potente Unternehmen, dass die Unternehmen nach Berlin kommen wollen. Einfach um, ich sage, das Lohnniveau zu erhöhen, um die Arbeitsplätze zu erhöhen. Berlin hat immer noch 10% Arbeitslosigkeit. Der Bundesdurchschnitt sind 60%. Das heißt, Berlin hat hier einen riesengroßen Nachholbedarf. Berlin sagt ja, Berlin ist eine, ich glaube zu 80% oder 85% eine Dienstleistungsmetropole. Es gibt hier keine Industrieunternehmen mehr. Es gibt nur ein DAX-Unternehmen in Berlin, das ist der Springer Verlag, sonst keins. Das bedeutet also, hier in diesem Bereich muss was gemacht werden. Und ich hätte da auch schon ganz klare Vorstellungen, was man da machen kann. Wissen Sie, es gibt Zukunftstechnologien, von denen man genau weiß, dass das Technologien sind, die später mal viele Arbeitsplätze schaffen werden. Das ist die Gentechnologie, das ist die Nanotechnologie und das ist die Robotik. Das sind die drei Zukunftstechnologien. Berlin hat drei Universitäten. Ich frage mich, warum hat Berlin keine Weltklasse-Universität? Warum macht Berlin nicht Folgendes, was andere Städte auch machen oder ich sag mal andere große, wichtige Städte auch machen, dass man versucht, attraktiv zu werden für die Wirtschaftsunternehmen, für die Industrie, so dass man diese wie ein Magnet auch diese Industrie anzieht. Sie haben das jetzt von Unternehmensseite aus gesehen. Die Frage ist, es ging ja um prekäre Lebensverhältnisse. Wie stehen Sie beispielsweise zum Mindestlohn? Ja, da hat sich die AfD ganz klar festgelegt, dass sie sagt, dass sie zum Mindestlohn Ja sagt. Das ist ja mittlerweile auch durchgesetzt worden. Wobei ich sagen muss, in Berlin ist das sicherlich vernünftig. Aber es gibt natürlich auch Gegenden, wo der Mindestlohn genau das Gegenteil bewirkt. Das muss man einfach sehen. Und zwar in strukturschwachen Bereichen. Dort, wo das Lohnniveau sowieso niedrig ist, führt das, ich sag mal, der Mindestlohn durchaus auch dazu, dass Arbeitsplätze abgebaut werden, weil sich einfach Arbeitgeber nicht mehr die Arbeitnehmer leisten können. Wenn ich an Mecklenburg-Vorpommern denke, an strukturschwache Regionen, wenn ich an strukturschwache Regionen in Brandenburg denke, dann kann es durchaus sein, dass der Mindestlohn kontraproduktiv ist. In Berlin halte ich es eigentlich für vernünftig und zweckmäßig, dass man das hat. Und die teilweise prekäre Lebensverhältnisse haben auch gerade in Berlin was mit steigenden Mieten zu tun. Wohnungsbau und Wohnungsbau ist ein großes Thema aktuell in der Politik. Wie und wo soll laut der AfD Wohnraum in Zukunft entstehen in Berlin? Ja, da haben wir auch ganz klare Vorstellungen. Sie wissen, dass eigentlich müsste Berlin jetzt in jedem Jahr bis 2020 20.000 Wohnungen bauen, um die Wohnungsnot zu beheben, die wir haben. Tatsächlich baut Berlin nur 9.000. Also wir haben ein Delta, ein Defizit von 11.000 Wohnungen im Jahr. Jetzt muss ich versuchen, wie kann ich dieses Delta schließen, also diese Lücke schließen. Und ich denke, wir müssen hier einen anderen Ansatz wählen. Beispielsweise sind wir dafür, dass wir Wohnungsbaugenossenschaften besondere Konditionen einräumen von Berliner, also von Senatsseite, von Landesseite her. Dass beispielsweise Grundstücke besser, schneller veräußert werden, beziehungsweise auch zu Sonderkonditionen veräußert werden. Beispielsweise durch Erbbaurecht. Das ist dann 99 Jahre Erbbaurecht, danach fällt das wieder zurück an die Stadt. Berlin ist eine der Hauptstädte, die am meisten Grund hat. Ja, weitaus mehr als Paris oder New York oder andere große Städte. Also Berlin kann in diesem Bereich eine ganze Menge tun. Es ist wichtig, dass Lückenbebauung durchgeführt wird. Warum Wohnungsbaugenossenschaften dort einsetzen? Weil wir in der AfD der Meinung sind,
dass die Berliner auch Wohneigentum erwerben müssen. Berlin hat eine Wohneigentumsquote von 15,6%. Bundesweit haben wir 44%. In Spanien haben wir eine Wohneigentumsquote von 88%. Wohneigentum bedeutet auch Zukunftsvorsorge. Und deshalb denken wir, weil Wohnungsbaugenossenschaften ja nicht gewinnorientiert sind und die Mieter im Prinzip Anteilseigner der Wohnungsbaugenossenschaft sind, dass man über diese Wohnungsbaugenossenschaften Wohneigentum erwerben kann und natürlich auch Wohnungen bauen. Der zweite Punkt ist, dass wir beispielsweise auch den Berlinern die Möglichkeit geben wollen, dass sie über ihren Mietzins beispielsweise auch Wohneigentum erwerben können. Das Problem beim Erwerb von Wohneigentum, wenn man das so macht, ganz normal, ist meistens, dass viele, viele Familien diese 20% Eigenkapital nicht aufbringen können. Da haben wir die Vorstellung, dass man beispielsweise diese 20% vorfinanziert über die Investitionsbank Berlin, ja, und dann dieser ganze Abtrag über die Miete wieder zurückgezahlt wird. Da muss man sicherlich ich sag mal, auch Bremsen einbauen, dass Wohneigentum nicht zu früh wieder veräußert wird, um da beispielsweise auch Gewinne zu machen. Beispielsweise könnte man eine Bindungsfrist von 10 Jahren machen. Und der dritte Bereich, den wir überhaupt nicht vernachlässigen dürfen, ist der private Sektor. Und natürlich müssen wir auch Anreize schaffen, dass der private Sektor Wohnungen in Berlin baut. Und da haben Sie natürlich solche Dinge wie Mietpreisbremse, ist nicht gerade attraktiv für private Wohnungsbauer. Aber man könnte beispielsweise auch hier, ich sag mal, Hemmnisse abbauen. Beispielsweise müssen bis 2020 müssen alle Häuser meines Wissens behindertengerecht gebaut werden. Wir haben die Dämmvorschriften, die, wie jeder weiß, der einigermaßen in diesen Bereich reingeschaut hat, unglaublich teuer sind, teilweise kontraproduktiv sind, weil sie nämlich die Bausubstanz kaputt machen, weil sich Schimmel bildet in den Häusern. Und wir haben dann später das Problem, dass dieses ganze Dämmmaterial Sondermüll ist und kaum noch entsorgt werden kann. Nun ist Wohnungsbau ja immer mittelfristige Stadtplanung, weil Wohnungen müssen und Häuser müssen erst gebaut werden. Haben Sie kurzfristige Instrumente gegen die Fortschreitung der Gentrifizierung in Berlin? Ich weiß nicht, wie stark die Gentrifizierung in Berlin ist. Das ist so ein modernes Schlagwort und das wird ja nun auch überall rausgespielt. Ich habe keine Zahlen dazu. Ich halte es für falsch, dass natürlich hier Luxuswohnungen in Bereichen gebaut werden, die möglicherweise attraktiv werden und wo dann Mieter quasi auf die Straße gesetzt werden. Sicherlich muss man etwas dagegen tun, aber in der Regel ist es auch so, dass man auch diesen Bereich erstmal untersuchen muss. Ob er tatsächlich, und da habe ich keine Zahlen, kann ich Ihnen wenig dazu sagen. Aber Mieten ist ja ein Indikator für Gentrifizierung, ja. Und man sieht ja den Mietpreisspiegel. Die haben natürlich diese erhöhten Mieten, weil sie einen Wohnungsmangel haben. Sie wissen das auch, in der Betriebswirtschaft richtet sich der Preis nach Angebot und Nachfrage. Ja? Und wenn Sie ein knappes Angebot haben und die Nachfrage hoch ist, haben Sie natürlich automatisch ein Ansteigen der Mieten. Das wird sich dadurch ändern, dass sie genügend Wohnraum schaffen, ausreichend Wohnraum, dass im Prinzip die Vermieter auch in einen Wettbewerb zu anderen Vermietern treten müssen. Und dann kommen sie auch wieder auf vernünftige Preise. Genau, das ist die mittelfristige Strategie, ja. Aber erstmal. Ja, sie werden kurzfristig werden sie wenig ändern können, und das sehen wir ja. Auch die Mietpreisbremse hat ja nicht gewirkt, weil einfach der Mietraum zu knapp ist und die Berliner bereit sind, auch höhere Mieten zu zahlen, weil sie einfach Mietraum haben wollen. Und sie haben ja diesen Lock-in-Effekt in Berlin. Sie haben einmal eine Wohnung und sie kommen kaum noch raus, weil sie nichts anderes finden. Weiter mit dem Thema Bildung. Die AfD wendet sich gegen Gesamtschulen und will das alte Schulsystem in scharfer Trennung von Sonderschule, Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Haben Sie ein Konzept zur Sanierung der Schulen? Das Konzept zur Sanierung der Schulen, das liegt in erster Linie, ja natürlich, Sie müssen gucken, es gibt ja ein Sonderfondsinvestment von Berlin, da sind 691 Millionen Euro drin. Bisher wurden 62 Millionen durch die Bezirke abgehoben. Also es besteht ein riesengroßer Plafond für Investitionen in diesem Bereich, der nicht abgerufen werden kann, weil es, ich sag mal, die Verantwortlichkeiten zwischen Land und Bezirken nicht klar geregelt ist. Die Bezirke sind dafür verantwortlich, die Schulen zu bauen. Die Bezirke sagen, wir haben nicht ausreichend Personal, wir haben nicht ausreichend Fachpersonal, um diese ganzen Planungen durchzuführen. Bitte, Land Berlin, stellt uns die Leute zur Verfügung. Das Land Berlin sagt, nein, das ist eure Aufgabe. Da liegt im Prinzip die Krux, also das Problem.
Und hier muss man eine Lösung finden. Hier denke ich, muss man, das wäre mein Lösungsvorschlag, hier muss eine Landeslösung getroffen werden. Und das Land muss hier ganz klar sagen, wo Schulen gebaut werden müssen, wie Schulen gebaut werden und muss zusammen mit den Bezirken das tun. Ansonsten kommen wir aus diesem Problem nicht raus. Wir brauchen etwa 70 bis 80 Schulen in den nächsten Jahren, zusätzliche Schulen. Wir haben viele Schulen, die sehr, sehr marode sind und Sie werden das auch wieder sehen, wenn Sie am 18.09. zur Wahl gehen. Da gibt es ja nun auch Schulen, wo Wahllokale sind und da gehen Sie rein und Sie sind froh, wenn Sie wieder draußen sind. Ich habe jetzt vor kurzem eine Zahl gehört, die mich wirklich, ich sag mal, erschüttert hat. 70% aller Schultoiletten in Grundschulen sind nicht mehr nutzbar. Das heißt, man hat hier über Jahre hinweg die Sanierung von Schulen sträflich vernachlässigt. Aber es sind nicht nur die Schulen und die Schulsanierung, sondern es sind auch die Lehrmittel. Es gibt keine modernen Lehrmittel, es ist teilweise veraltet. Ich höre beispielsweise, dass in manchen Schulen sogar noch Karten hängen, die zu DDR-Zeit genutzt worden sind. Und da sehen Sie, dass wir in den wichtigen Bereichen Bildung weit hinten dran hängen. Und wie lässt sich das finanzieren? Ich denke, das lässt sich durchaus finanzieren. Wir brauchen auch mehr Lehrer. In Berlin fehlen beispielsweise 1000 Lehrer. Aber Sie müssen auch wissen, dass im öffentlichen Bereich oder im öffentlichen Dienst ca. 20% der Mitarbeiter krank sind, krankgeschrieben sind, Krankmeldungen haben. Also das bedeutet, warum habe ich so eine hohe Krankschreibungsquote? Das kann ich Ihnen sagen. Das ist, weil wahrscheinlich die Motivation fehlt, weil möglicherweise die Leute total überlastet sind. Und das bedeutet, dass hier irgendwas im Argen liegt. Bei der Polizei haben wir übrigens die gleichen Zahlen. Es bedeutet, dass wir den Lehrerberuf wieder attraktiver werden müssen, weil Berlin bezahlt die schlechtesten Löhne, ja, hat die schlechtesten Voraussetzungen. Und warum soll beispielsweise ein Lehrer nicht nach Brandenburg gehen, wenn er da ein wesentlich besseres Angebot kriegt? Oder warum soll er nicht nach Nordrhein-Westfalen gehen? Und bezahlen kann man das natürlich durch Umschichtungen machen, durch Einsparungen. Und da gibt es auch Möglichkeiten. Also ich könnte Ihnen die ganzen vielen kleinen Dinge nennen, wo unnötig Geld ausgegeben wird, aber das sind in der Regel nur Peanuts. Das wird sich auch summieren irgendwo auf, was weiß ich, 30, 40, 50 Millionen Euro im Haushalt. Aber die großen Brocken haben Sie natürlich im Bereich beispielsweise auch der Flüchtlinge und der Migranten. Ja, ich möchte nochmal auf die Kommunikationseffekte eingehen, die ich gerade am Anfang schon genannt habe. In Ihrem Wahlprogramm heißt es, Berlin hätte im Jahr 2015 90.000 Flüchtlinge aufgenommen. Laut Daten des Innenministeriums sind es 79.034, aber davon seien nur 54.300 in Berlin geblieben. Außerdem verwenden Sie in dem ganzen Programm starke Worte wie Krise oder Chaos. Sie möchten, dass die Ängste der Menschen ernst genommen werden. Sind Sie sich bewusst, dass Sie, wenn Sie diese Dinge aussprechen und auch noch so formulieren, selber Ängste schaffen? Nein, das denke ich nicht, dass wir durch die Wortwahl Ängste schaffen. Warum sollen wir nicht sagen, dass das eine Krise ist, was wir haben? Die haben wir. Wir hatten ein Chaos im Lageso und das war erheblich. Und ich denke, die Bilder sind durch die Zeitung gegangen, die Bilder sind durch die Presse, durch die Medien gegangen, wo eben Kinder, Kleinstkinder in der Eiseskälte vom Lageso standen, stundenlang, wo die Leute nicht verpflegt worden sind. Das heißt, hier hat sich Berlin, ich sag's mal ganz provokativ, saumäßig schlecht auf diese Krise vorbereitet. Die Krise war abzusehen im Sommer letzten Jahres und trotzdem hat Berlin offensichtlich die Hände in den Schoß gelegt und hat nichts vorbereitet. Und dann hatte man das Gefühl, Berlin wird durch diesen Zustrom überrannt und hat kein Konzept. Und die Tatsache, dass man dann auch McKinsey gefragt hat, ob die sagen, wie kann man beispielsweise den Ablauf der Aufnahme der Flüchtlinge und Wirtschaftsmigranten optimieren, zeigt, dass Berlin kein Konzept hatte. Und da hat zum Beispiel der CDU-Chair hat eine ganz schlechte Figur gemacht in diesem Bereich. Überhaupt, wie man sagen muss, der ganze Senat hat eine schlechte Figur gemacht. Und daher kommt auch das Wort Chaos, weil es tatsächlich ein Chaos war. Natürlich haben wir eine Flüchtlingskrise. Und wenn Sie sich die Zahlen angucken, das sind die offiziellen Zahlen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Zahlen, ich sage mal, glauben kann. Woher kommen Ihre Zahlen? Ja, Moment. Nein, ich glaube nicht, dass man den Zahlen glauben kann, weil wir heute noch wissen, dass nicht alle Flüchtlinge registriert sind. Ja, wir haben heute immer noch
Flüchtlinge, die in Berlin registriert werden, die im letzten Jahr angekommen sind. Und wir wissen nicht tatsächlich, wie viele Flüchtlinge hier in Berlin sind. Da gibt es auch Wir haben auch illegale Flüchtlinge, illegale Immigranten hier in Berlin. Hamburg hat vor etwa 3 Monaten inoffizielle Zahlen bekannt gegeben, wo man davon ausgegangen ist, dass etwa 30% illegale Migranten auch in Hamburg angekommen sind, zu den offiziellen Zahlen. Und da muss man davon ausgehen, dass es in Berlin nicht anders sein wird. Und von daher ist die Zahl 100.000 durchaus eine gerechtfertigte Zahl. Woher haben Sie diese Zahlen? Das ist eine Hochrechnung, wenn Sie die Zahlen aus Hamburg haben. Und die Hamburger sagen, jawohl, wir haben etwa 35.000 Flüchtlinge gehabt und davon waren etwa 12, haben wir noch zusätzlich 12.000 illegale Flüchtlinge in Hamburg. Dann ist das etwa ein Drittel. So, und glauben Sie, dass Berlin anders sich entwickelt als Hamburg oder München oder andere Städte? Nein, da können Sie von ausgehen, dass Sie dieses Drittel auch in Berlin haben. Da muss man einfach von ausgehen. Also gibt es das Drittel, was es in Hamburg ist, auch noch an anderen deutschen Städten? Bitte? Oder gibt es das Drittel, was Sie gerade angesprochen haben? Also wir haben ja in Berlin haben wir ja die tolle Situation, dass Berlin gar nicht genau weiß, wie viele Migranten sie hier haben. Sie behaupten das, aber das stimmt nicht, weil sie keinen Überblick haben. Ja, und in Berlin und in Deutschland haben wir ja auch keinen Überblick. Wir wissen nicht ganz genau, wie viele Migranten bzw. Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. So. Und von daher muss man die Zahlen anzweifeln und die realistischen Zahlen sind die, die wir genannt haben. Wir haben diese Politikverdrossenheit, weil der Bürger das Gefühl hat, dass die Politik, die Politik an ihnen vorbeigeht, an ihnen vorbei entscheidet, über ihre Köpfe hinweg entscheidet und versucht, den Bürger zu erziehen. Das versucht er. Und das muss ich auch sagen, das tun verschiedentlich auch manche Medien. Sie versuchen, den Bürger zu erziehen, und das habe ich ganz am Anfang zur Einleitung auch gesagt, man versucht, den Bürger dadurch zu erziehen, dass man ihm bestimmte Informationen nicht gibt, dass man bestimmte Informationen so darstellt, wie man das für richtig hält, dass man ihm nicht zutraut, dass er selbst bewerten und selbst beurteilen kann. Aber das machen Sie ja auch nicht. Sie geben auch eine bestimmte Perspektive vor und dramatisieren. Das haben wir auch selber. Wir dramatisieren überhaupt nicht. Ja, sondern haben wir sprechen die Wahrheit an. So. Und wer die Wahrheit nicht verträgt, der, ja, im Englischen gibt es so einen schönen Spruch, der heißt, wenn man die Hitze nicht verträgt, soll man nicht in die Küche gehen. Naja, aber wenn Sie so argumentieren, Wahrheit, dann müssen Sie auch quasi empirisch sein. Ja, sind empirisch. Nein, sind Sie nicht. Wenn Sie sagen, 100.000 Flüchtlinge sind nach Berlin gekommen und das auf Hochrechnungen von Hamburg beziehen, weil es da auch ungefähr ein Drittel ist, dann ist es keine. Wissen Sie, was Empirie ist? Ich weiß es, ich habe Betriebswirtschaft studiert. Ja, und auch Statistik. Ja, okay, aber dann können Sie doch nicht mit solchen Zahlen arbeiten. Doch, sagen, ich kann mit solchen Zahlen arbeiten, weil diese Zahlen fundiert sind und weil diese Zahlen nachgewiesen sind. Okay. Sie haben hier Ihre Zahlen, ich habe die Zahlen woanders her. Okay, aber dann tauschen wir mal aus, woher diese Zahlen kommen, diese 100.000, und dann schreiben wir das dazu. Okay, vielen Dank. Herr Pasterski, zum Abschluss wollen wir Ihnen gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen und Sie bitten, immer nur in einem Satz zu antworten. Mhm. Das versuche ich. Sie können auch mehr sagen, aber wirklich so als Richtlinie. Gut. Welchen Fußballverein präferieren Sie? Hertha oder Union? Kein von beiden, weil ich beide gerne sehe. Fahrrad oder U-Bahn? U-Bahn und Fahrrad. Currywurst oder Döner? Döner und Currywurst. Beides ist gut. Petri oder Gauland? Die AfD. Chris Durbin oder Frank Castorf? Wer? Chris? Chris Durbin oder Frank Castorf? Wer ist Chris Durbin? Wedding oder Schöneberg? Schöneberg ist schön, Wedding ist interessant. Flughafen Tegel, Freifläche oder weiterhin Flughafen? Weiter Betrieb als Regional- und als Regierungsflughafen mit eingeschränktem Passagierbetrieb. Vielen Dank, Herr Pazderski, für das Gespräch. Nächste Woche geht es weiter mit unseren Wahlinterviews. Dann treffen wir den Senator für Gesundheit und Soziales in Berlin, Herrn Mario Chaya von der CDU.